Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und ich möchte euch heute ein Sammlerstück vorstellen, was zu einigen Kontroversen bzw. bei mir zu einigen Irritationen geführt hat. Und um welches Sammlerstück es geht, das will ich euch gleich zeigen. Ja, ganz recht. Es geht um das The Rescue Set, was Hasbro im Jahr 2022 herausgegeben hat, unter dem Logo The Mandalorian. Bevor ich jetzt was zu dem Set als solches erzähle, beziehungsweise bevor ich das unboxe, möchte ich dazu nur ganz gerne noch sagen, worin denn die Irritationen lagen. Zum einen war das erstmal so, dass Hasbro ja für dieses Set einen Preis herausgegeben hat, der jetzt doch so ein bisschen jenseits von Gut und Böse lag. Zwei Tage später haben sie es dann gemerkt und haben den Preis dementsprechend auf ca. 93 Euro reduziert. Mal abgesehen davon, dass dieses Set, so groß wie es hier auch erscheinen mag, tatsächlich ja nur drei Figuren beinhaltet, nämlich diese, diese und diese, sprich Moff Gideon, unseren Mandalorianer, Din Djarin und einmal einen Dark Trooper. Tja, mal abgesehen davon ist hier wahrscheinlich nicht sehr viel drin. Ich habe natürlich schon vorab ein paar Fotos davon gesehen, aber wir gucken natürlich nochmal selbst rein. Ich kann euch aber gleich sagen, so viel ist hier nicht drin. Es ist also für 93 Euro sehr viel Luft umbaut worden mit Karton. Und das ist es dann eigentlich. Rechnet man sich den Einzelpreis der Figur aus, ja, kommt man so auf bummelige 30 Euro, 31 Euro. Ja, viele werden natürlich noch sagen, oh, da ist ja auch noch ein Grogu mit bei oder The Child. Stimmt natürlich, aber ganz ehrlich, das kann ich mehr als extra von dem Mandalorianer betrachten, als eine weitere vierte Figur. Aber mag man sich natürlich drum streiten. Okay, also das heißt, das war erstmal das, was mich an dieser Box irritiert hat. Viel umbauter Raum, drei Figuren. By the way, natürlich haben wir diese drei Figuren in ähnlicher oder fast schon in gleicher Form schon mal auf Karte bekommen. Das heißt also, das, was wir hier haben, ist jetzt nichts rühmlich Neues, sondern letztendlich auch schon wieder was Neuverpacktes. Und da ist sie schon, die Box, die etwas zu großen geraten ist für drei Figuren. Vorder- und Rückseite zeigen exakt dasselbe, bis auf ein paar Logos, die hier drauf sind. Die Seiten zeigen ein paar Einstellungen, wie man das Ganze arrangieren könnte. Und auf der einen kurzen Seite ist noch so ein bisschen Text. Den fotografiere ich euch gleich ab, werde ich gleich einblenden. Lest es euch selber durch. Okay, also, bevor wir zum Unboxing kommen, sei gesagt, hier sind Aufkleber drauf. Ich werde die mal versuchen, ohne dass ich sie durchschneiden muss, abzubekommen. Sollte das nicht gelingen, dann werden wir das auch sehen. Aber eigentlich scheint es mir fast so, als wären das Aufkleber, die man so runter bekommt, wenn man dann nur vorsichtig genug ist. Diese Aufkleber haben wir schon bei diversen Sets gehabt. So, müssen wir nochmal gucken, dass der sich nicht wieder aufhaltet. Kleben wir nochmal so zu. Und dann nehmen wir noch die andere Seite, versuchen das mal auf die gleiche Art und Weise. Wie gesagt, nicht hektisch werden, dann klappt das. Und das bei mir, wo ich doch so als Berufshektiker bekannt bin. So, na, bleibst du da. Oh, jetzt hat sich der andere auch schon wieder aufgefaltet. Das sollte nicht sein. So, und jetzt die Frage, kriege ich das so schon durchgezogen? Nein. Ja, dann muss ich die anderen auch noch aufmachen. Aber, wie wir gesehen haben, überhaupt kein Problem.
Tatsächlich könnte ich sogar die Aufkleber ganz abziehen. So. Kann ich später wieder dran setzen. So, einer fehlt noch. Und tja, das war denn sozusagen das Öffnen. Ohne Schnibbeln, ohne Schneiden. Ach so, wer wissen möchte, wie groß die Box ist, ja, das messen wir auch noch gleich aus, bevor wir sie aufmachen. Könnte ja sein, dass die jemand ausstellen möchte. Tatsächlich habe ich das doofe Gefühl, dass die ausgestellt besser aussieht als offen. Aber wir gucken uns das an. Gut, messen wir noch mal kurz. Was haben wir für eine Länge? ¼ cm. In der Höhe, oh, 21 cm und in der Breite, beziehungsweise eigentlich in der Tiefe, 16 cm. Gut, aber dann wollen wir das Ganze doch mal aufmachen. Schieben wir das Ganze auf und was sehen wir? Na, im Moment noch gar nichts. Schieben wir ein bisschen weiter. So, das ist eigentlich nur eine Umverpackung. Können wir mal hier hinstellen. Und was wir sehen, ist jetzt eine Box vorne mit Plastik. Könnte man jetzt so auch ausstellen. Das heißt, wir haben hier jetzt unsere drei Hauptcharaktere. Einmal den Djarin, einmal den Dark Trooper und einmal Moff Gideon. Aber da wollen wir natürlich trotzdem auch mal reingucken. Wie gesagt, es ist ja viel umbauter Raum, den wir hier haben für drei Figuren. Deswegen machen wir das Ganze auch nochmal auf. Hier drinnen ist auch nochmal Kleber drauf, sehe ich gerade. Na, das heißt, wenn wir die aufmachen möchten, dann müssen wir da auch den Kleber entfernen. Ja, das werden wir dann auch nochmal machen. So, und hier ist ja die Frage, kann man den Kleber auch so abbekommen wie das, was wir da gerade gesehen haben. Die Antwort ist geht so. Ja, das ist mit den anderen Sachen besser gelaufen. Sprich mit den anderen Aufklebern. Aber den kriegen wir hier auch, ich will nicht sagen rückstandslos runter, aber zumindest ohne, dass man großartig was kaputt kriegt. Das Motto bei Aufklebern ist ja immer, wenn es sich anhört, als würde etwas reißen, reißt es auch. So, schmeiße ich weg. Brauche ich nicht mehr. Wir gucken mal erstmal, ob wir das mit einer Seite schon in irgendeiner Form aufbekommen. Boah, sieht ganz gut aus. Haben wir kleine Anleitung hier. Und dann wäre jetzt die Frage, bekomme ich das jetzt so raus? Einmal das. Tja, und jetzt die große Preisfrage. Kann man das so einfach herausnehmen? Ah. Einmal ja. Man muss aber tatsächlich beide Seiten aufmachen, weil hier ein Karton drin sitzt. Ist der festgeklebt? Oder kann ich den rausziehen? Nee, das sieht mir, na, es ist nicht wirklich festgeklebt, aber auch nicht so lose, dass man den von
von der Seite rausbekommt. Das macht aber nichts. Müssen wir halt die Seite hier auch nochmal aufmachen. Komm, dein Kumpel hat sich einfach entfernen lassen. Jetzt nicht komisch werden auf deiner Seite. Klebereste bleiben hier tatsächlich drauf. Die kann man aber entfernen, wenn man das gleich, also sprich anschließend, zum Beispiel mit Feuerzeugbenzin macht. Bitte dabei darauf achten, diese neuen Kartons, die sind relativ dünn beschichtet mit der Farbe, dass man da nicht allzu viel Feuerzeugbenzin benutzt. Dann sollte es gehen. So, bei den älteren Boxen war das eigentlich ohne Probleme möglich, aber auch hier, wie gesagt, immer auf eigene Gefahr. Gut, machen wir das auch noch mal auf. Komm her. Kann ich schon mal den so hinstellen, ne? So, mach mal auf. Aufmachen. Polizei? Nein. Keine Polizei. So, hier haben wir dasselbe nochmal. Und nun die Frage, kriege ich auch das verlustfrei heraus? Und die Antwort ist, geht so. Seite durchgeschoben. Na. So, also wie wir sehen, das ist genau das, was ich gemeint habe. Viel Karton umbauter Raum. So, legen wir das auch noch mal weg. So, jetzt wird es so langsam aber sicher. Kommen wir so ans Eingemachte. Also, was wir sehen, ist hier Moff Gideon mit einem Darksaber, unserem gefesselten Grogu. Ich zeige gleich nochmal Detailfotos, also keine Sorge, dass ihr das im Moment so aus der Ferne nicht sehen könnt. Und die andere Seite zeigt mir einen Dark Trooper mit Din Djarin. So, das ist das, was jetzt übrig bleibt aus diesem Karton. €93 haben wir ausgegeben. Ich habe das ausgegeben. Bin ich begeistert? Hält sich in Grenzen. Hält sich sehr in Grenzen. Warum? Nun, wenn ich mir das Ganze so angucke, dann sehe ich, ja, ich habe hier einen Moff Gideon mit einem Darksaber. Okay. Ich habe hier einen kleinen Grogu, der so ähnlich schon beim Din Djarin auch mit bei war als Extra. Gut, hier hat er noch Handfesseln. Und ich sehe auf der anderen Seite hier mein Din Djarin mit, ne, was klebt hier unten drunter? Achso, das soll so sein. Mit, tja, so Blast- und Feuereffekten. Ne, er hier hat wohl Feuer gefangen. Ja, wenn das die zusätzlichen, tja, €30 wert war, gut, das können wir mal so dahingestellt lassen, weil letztendlich ist es ja so, dass wenn wir uns die Figuren mal mit dem Normalpreis ansehen, haben wir hier ungefähr 20 Euro, 40, 60 Euro, das heißt 30 Euro kommen hier noch irgendwie mit dem ganzen Gedöns bei herum. Aber das ist nicht unbedingt das, was ich mir unter einem gelungenen Set vorstelle. Ne, schon gar nicht so alles aus Pappe. Ne, Pappsets hatten wir tatsächlich in den 90ern.
Ob das jetzt ein Fortschritt ist oder doch eher ein Rückschritt, das darf jeder gerne für sich beantworten. Okay, kommen wir einmal zu den Detailbildern. Dafür werde ich die Figuren zwar nicht komplett auspacken, aber ich denke, wenn ich jetzt mit der Kamera gleich näher rangehe, wird man auch sehr gut sehen, worum es geht. Tja, und das war es auch schon. Jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, ob er dieses Set für 93 Euro kaufen möchte oder nicht. Aber mir persönlich ist es eigentlich für 3,5 Figuren zu teuer. 3,5 deswegen, weil von mir aus kann man den Grogu dann noch mitzählen, was aber eigentlich nicht der Fall ist, weil Grogu war schon immer eigentlich Teil einer anderen Figur, also sprich ein Extra. Und das sehe ich hier bei diesem Set eigentlich genauso. Hasbro hat dieses glücklicherweise nicht Playset genannt, weil das wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber letztendlich, was haben wir hier bekommen? Wir haben 3 Figuren, 3,5, für mit einem Karton, also mit einer Menge umbautem Raum, umbauter Luft, die wir bekommen haben. Und das spiegelt meines Erachtens nach auch so ein bisschen die Politik von Hasbro mittlerweile wieder. Weil was bekommen wir in letzter Zeit? Wir bekommen immer abgespecktere Ware für immer mehr Geld. Das sehen wir hier an diesem Set eigentlich ganz gut. Eigentlich möchte ich ganz gerne, dass wir wieder zu alten Zeiten zurückkommen, wo man mal richtige Sets bekommen hat, die auch nicht, ich sag mal, gleich ganz so viel gekostet haben. Aber ich befürchte, dass diese Zeiten langsam aber sicher vorbei sind. Wir werden aber sehen, was die Zukunft bringt. Nun, und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection mit sammlerfreundlichen Grüßen. Bis denn und tschüss.